Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Bevor das Video anfängt, eine kleine Warnung, kleiner Hinweis. Zwar kam gestern Lucky, Freunde, darum dreht sich das ganze Video. Seht ihr aber gleich noch. Was soll man sagen? Wie nicht anders zu erwarten, gibt's einen Bug von Niantic. Garantierte Lucky, Freunde, geben nicht garantiert Luckys. Ich blende das mal hier nebenbei ein. Ein paar Leute haben getauscht, ihren Spezialtausch, und es wurde nicht garantiert Lucky. Schon eine heftige Sache. Alter, Niantic, Mann. Passiert? So eine kleine Warnung für euch. Ich weiß nicht, ob die es bisher behoben haben, weil das war gestern Nacht 1, 2 Uhr, wo das noch berichtet wurde. Jetzt sind natürlich mehrere Stunden vergangen. Das bezieht sich aber nur auf den Spezialtausch. Falls ihr ganz normal Pokémon tauscht, das wird schon lucky, garantiert lucky. Aber der Spezialtausch soll irgendwie verbuggt sein. Falls euch das passiert ist, könnt ihr euch vielleicht an Niantic wenden und ihr kriegt einen Raid Pass oder einen Rauch zurück. Aber ja, eure Pokémon werden nicht nachträglich zu lucky Pokémon. Tausch später erst mit einem Kollegen, mit dem ich Lucky Freunde geworden bin. Mal schauen, ob es bis dahin dann funktioniert und alles gefixt wurde. Aber das war so ein kleiner Hinweis für euch. Zweiter Hinweis, den ich noch habe für euch. Und zwar Harry Potter, Wizards Unite, Harry Potter Go. Man kann sich jetzt seinen Namen reservieren. Link ist unten in der Beschreibung, da geht ihr drauf. Da könnt ihr euch entweder mit eurem Pokémon Go Account einloggen oder mit eurem Ingress Account. Und dann könnt ihr euch den Namen reservieren. Ist eine coole Sache. Ich habe mir super saftig reserviert. Den könnt ihr mir jetzt nicht wegnehmen. Also ohne die Zahlen, sondern mit S. Nicht 5 Upa 5 Aftig, sondern super saftig. Ja, das sind so zwei kleine Hinweise. Ansonsten geht's weiter mit dem normalen Video jetzt. Oh hey da, was geht ab, Leute? Hunger? Glücksfreunde sind aktiv, sind live, sind im Spiel. Und hier könnt ihr es sehen. Ich habe einen Glücksfreund. Das ist nicht mal die erste. Ich habe schon zwei. Grüße gehen raus an die Silvia aus Unterföhring. Ich bin sogar morgen zufällig in Unterföhring. Also passt perfekt, können wir tauschen. Gerade live gewesen, also vor dem Livestream, wurde schon bekannt gegeben, dass Lucky Freunde aktiv sind. Und dann während des Livestreams habe ich meinen ersten Lucky Freund bekommen. Es war der Murat. Haben einfach so gechillt, Livestream-Zeugs gemacht. Bam, auf einmal kam die Benachrichtigung. Und so sieht das aus, wenn man Lucky Freund ist. Ich mache morgen mit ihm die legendäre Mittagspause, also mal schauen, was ich da tauschen werde. Aber schon mal garantiert zwei neue Lucky Pokémon. Also man kann natürlich trotzdem nur einen Spezialtausch am Tag machen, also nur ein Spezialtausch-Pokémon, das Lucky wird und dann irgendein anderes, das mir noch fehlt. Aber ist jetzt aktiv, Leute, wie genau wird man Lucky Freunde? Nur beste Freunde können Lucky Freunde werden. Man muss eine Interaktion mit denen machen und die erste Interaktion, ja, entscheidet, ob man Lucky Freund wird oder nicht. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt nicht einfach 10-mal gegeneinander kämpfen und dann hoffen, dass irgendwann ihr Lucky Freunde werdet. Entweder passiert es beim ersten Mal oder es passiert gar nicht. Das ist reiner Zufall und eben Glückssache, deswegen Lucky Freunde, Glücksfreunde. Und wenn ihr Lucky Freunde seid, dann wird der nächste Tausch garantiert Glücks. Und dieser Glücksfreunde-Status hält eben an, bis ihr einmal getauscht habt. Und wie wir sehen, kann man mehr als einen Glücksfreund gleichzeitig haben. Ich habe zwei, wahrscheinlich geht auch mehr. Oh, was heißt das für uns? Für uns heißt es natürlich erstmal eine Menge Glücks-Pokémon. Aber generell, ja, was soll ich sagen? Es ist halt so eine Sache mit Niantic. Und dass sie irgendwann jedes Prinzip irgendwie leichter machen. Das ist, sollte uns allen eigentlich bewusst sein. Und das war auch mir bewusst, als ich zum Beispiel auf die Jagd nach Lucky Crypto gegangen bin. Ich wusste genau, irgendwann wird es für mich mal leichter sein. Allein schon dieses Event ist ja schon der erste Schritt gewesen. Man weiß ja noch am Anfang, also erstmal ganz am Anfang, war es ja komplett random. Und dann kam halt dieses, wenn man noch keine 10 Lucky Pokémon hat, dann ist garantiert Lucky. Und bis dahin hatte ich natürlich schon über 10 Lucky. Also mir hat das überhaupt nicht geholfen. Und dann habe ich auf harte Weise meine Luckys ertauscht. Und dann kam das Event mit erhöhter Lucky-Chance, wo ich mir natürlich dachte, hätte ich alle guten Sachen aufgehoben bis dahin, hätte ich natürlich bessere Chance gehabt und hätte mir eine Menge Arbeit erspart. Und jetzt kommen halt die garantierten Luckys. Aber wie gesagt, ich habe damit gerechnet, das ist halt typisch Niantic. Klar hätte ich warten können auf das Clipbook, auf jetzt, und garantierten Lucky Clipbook haben können, anstatt zwei, drei Versuche zu unternehmen und das Risiko auf mich zu nehmen. Aber so ist das Spiel, man kann nicht warten, bis die zweite oder dritte Variante kommt. Genauso wie bei Legendären. Wir machen ja auch jetzt den Legendären und nicht beim zweiten oder dritten Mal, wenn er Shiny kommt, wenn er mit der richtigen Attacke kommt, sondern jetzt eben. Man lebt halt jetzt im Moment. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich es bereue, bisher so auf Lucky Jagd gegangen zu sein. Und jetzt ist es halt echt geschenkt. Vor allem, wenn man es mehr als einmal am Tag machen kann. Also wenn man mehr als einen Lucky Freund am Tag haben kann, dann sind so viele Lucky-Tausche garantiert. Mein Lucky Dex, da fehlt nicht mehr viel. Ich kann euch sagen, wahrscheinlich Ende des Monats bin ich fertig. Inklusive regionaler und legendärer. So leicht macht Niantic es einem. Aber wie gesagt, es ist nichts Neues von Niantic. Ich reg mich darüber nicht auf, ich finde es jetzt nicht schlimm. Es ist eine gute Option von denen. Das haben sie eingeführt, um eben die besten Freunde wieder interagieren zu lassen.
Ich habe viele beste Freunde, mit denen, seitdem ich mit denen beste Freunde geworden bin, gar nichts mehr gemacht. Und jetzt, gerade im Livestream, in der Stunde, so viele Leute haben aufgemacht, so viele Leute haben noch nie aufgemacht. Was ich mich frage, ist jetzt, wie sich das auswirken wird auf die normalen Freunde und das mit dem Blätteraufstieg und den EP-Farmen. Weil wenn man jetzt versucht, mit den ganzen besten Freunden Geschenke zu öffnen und zu interagieren, dann fallen die anderen Freunde vielleicht ein bisschen zurück und man macht nicht mehr so viele EP mit Geschenken. Außer, man macht halt was anderes, weil man kann natürlich nicht nur mit Geschenken den Freundschaftslevel erhöhen, sondern auch mit zusammen kämpfen, zusammen raiden, gegeneinander kämpfen, PvP oder tauschen. Viele der Sachen ist natürlich schwierig mit Leuten auf Entfernung, aber mit Leuten auf Entfernung sollte man eh nicht Lucky Freunde werden. Das ist jetzt natürlich auch ein Grund, mehr PvP zu machen. Falls man jetzt zum Beispiel schon sein Limit erreicht hat mit Geschenke aufmachen, kann man eben noch gegen Leute kämpfen. Allgemein und gerne unten in die Kommentare. Findet ihr es gut mit den Glücksfreunden? Freut ihr euch jetzt drauf, ein paar Lucky Pokémon zu tauschen? Oder findet ihr das schon ein bisschen abwertend? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, wahrscheinlich nicht. Dass es jetzt so leicht gemacht wird. Wie gesagt, meine Lucky-Sammlung ist diesen Monat wahrscheinlich fertig. Das ist halt echt hart geschenkt. Das ist schon echt klasse jetzt. Garantiert Lucky. Und davor, wenn man ganz normal tauscht, kein altes Pokémon oder so, die Chance auf 5%. 1 in 20 ist Lucky geworden. Das heißt, wenn du ein bestimmtes Pokémon Lucky haben wolltest, musstest du um die 20 Pokémon davon haben. Zum Beispiel, wenn ich in ein Nest gehe, muss ich ungefähr 20 davon fangen. Also, das ist schon ein krasser Unterschied. Aber ist okay. Hauptsache, meine Lucky-Sammlung wird voll und fertig. Die Frage ist, was ich danach mache. Danach kann man halt natürlich gezielt die IVs von bestimmten Pokémon verbessern. Sachen, die ich jetzt zum Beispiel nur Lucky habe, aber schlechte IV, kann ich jetzt immer und immer wieder versuchen, weil es ja garantiert Lucky ist, gute IV rauszuziehen. Eine andere Sache, die Niantic neu eingeführt hat, findet man im Shop, sind Posen. An sich eine coole Sache, wenn du das jetzt kaufst, kannst du posen. Bestimmte Posen gibt es hier. Vorsichtig, dass ich nicht irgendwie aus Versehen auf Kaufen gehe. Das hier, das. Ja, und das passt sich dann an. In eurem Profil oder in der Arena oder wo auch immer man den Avatar sehen kann. Problem, es kostet 500 Münzen. Mein erster Gedanke, um ehrlich zu sein, viel zu teuer. Mein zweiter Gedanke, viel zu teuer. Ich habe, um ehrlich zu sein, null Interesse daran. Das ist mir, um ehrlich zu sein, echt viel zu teuer. Habe ich übrigens gesagt, dass es viel zu teuer ist? Ich weiß nicht, wie viel das hätte kosten sollen, damit ich interessiert wäre, aber 500 schreckt mich auf jeden Fall einfach ab, also das ist mir viel zu teuer. Eure Meinung darüber unten in die Kommentare, wie findet ihr das? Lasst euch nicht von mir beeinflussen, eure Meinung. Ja, wie findet ihr das mit dem Preis und den Posen? Gönnt ihr euch ein paar oder eher nicht? Ich habe eine kleine Abstimmung im Community-Tab. Wir können mal kurz reinschauen, habe ich gerade erst im Stream gestartet. Aber wir haben schon 300 Leute, die abgestimmt haben und 88% sagen, nee, viel zu teuer. Und nur 12 sagen, ja, gönn ich mir. Oh. Die Reaktion auf Twitter und allgemein ist auch nicht so gut. Aber jeder wie er will, also ich werde es mir nicht gönnen. Dann wurde auch noch direkt das nächste Event angekündigt. Das Eisspektakel, was auch sonst, zu Ostern. Wieder was mit Eiern, vom 16. bis zum 23. April. Ja, was soll ich sagen? Überzeugt mich nicht so ganz. 2 Kilometer Eier mit ein paar besonderen Pokémon. Besonders, da steht Pichu und Magpie zum Beispiel. Ist für mich nicht besonders. Okay, die gibt's Shiny. Aber, ja, ich weiß nicht. Andere Pokémon aus Eiern. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass irgendwas davon irgendwie interessant wäre. Doppelbonbon aus den Eiern, aber um ehrlich zu sein, Bonbons sind für mich nicht mehr so wichtig. Das meiste entwickle ich eh weg. Zweifache Brutmaschinen-Effektivität. Was auch immer das heißen soll. Wahrscheinlich einfach halbe Distanz. Dann besondere Eye-Quests. Wahrscheinlich so Schmarrn wie Brüte so und so viele Eier und sowas. Glückseier hat eine Stunde. Was an sich schon okay ist. Vor allem, ich bin ja wieder auf dem EP-Trip. Aber für mich passen Eier und Glückseier nicht zusammen. Obwohl beides Eier sind. Sternstück und Staub passt zu Eier und Brüten. Also ich werde niemals ein Glücksei zünden, nur weil ich jetzt 9 Eier brüte. Wisst ihr, was ich meine? Ich zünde halt ein Sternstück, aber sicher kein Glücksei dafür. Also das passt eigentlich gar nicht zusammen, diese zwei Sachen. Brüten und Glücksei. Aber man kann schon irgendwas machen mit einer Stunde Glücksei. Und dann gibt's Shiny Haspigon. Ja, der Osterhase in Shiny. Beginnt aber erst nächste Woche das Event, das heißt diese Woche nichts los, außer legendäre Mittagspause. Euch viel Glück, viel Erfolg, falls ihr die nutzt. Und dann natürlich Samstag C-Day. Aber das reicht eigentlich auch. Und dann nächste Woche Shiny Latios und das Oster-Event. Das war's erstmal von mir, Leute. Glücksfreunde sind am Start. Niantic versucht uns abzuzocken mit den Posen. Und das nächste Event ist bekannt.
eure Meinung zu den ganzen Sachen unten in die Kommentare. Habt ihr schon einen Glücksfreund? Was werdet ihr tauschen? Wie findet ihr die Posen? Freut ihr euch auf das Event? All das unten in die Kommentare. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.